insofern macht es eben auch Sinn, einfach nur mit dem Körper zu arbeiten. Es gibt verschiedene Künstlerinnen, die immer wieder darauf Wert gelegt haben, wie zum Beispiel Friede Jelinek oder eine, die immer so schwer zu lesen ist, eine der postmodernen Philosophen, Helene Cissou, die gesagt hat, wir müssen es eben schaffen, eine Poetologie zu schaffen, die den Körper, die Körperwahrnehmung, die im Körpergedächtnis einzeichnet in Emotionen.